darüber. Ich war heute pissen. Also, das ist nicht die Geschichte. Ich war heute pissen und da war dann eine. Also, du kannst ja nicht am Kudamm kannst du nicht in jede Ecke pissen. Das geht nicht, funktioniert nicht. Kriegst du eine Anzeige, weiß ich nicht. Und dann war da so ein Klo. So ein dick, so ein Klo, so wie so ein aufgestelltes Klo und ein bisschen größer. Und da hat dann eine Frau gearbeitet, Ach so. eine farbige Frau, die hat mir übelst leid getan, Digga. Die hat Ach mir übelst so. leid getan, weil es war so warm, es waren locker 30 Grad in dieser Scheißkiste da. Ach Da so. waren es locker 30 Grad. Und, nice Geschichte bis jetzt. Und die hat mir voll leid getan und musste da die ganze Zeit stehen und war richtig nett und hat so mit so einem Kind, hat so Späßchen mit so einem Kind gemacht. Die Frau war so vielleicht, weiß ich nicht, 40, 45. Dann war ich pullern und dann habe ich der Frau nochmal 30 Euro gegeben. Weil die wirklich, die hat mir richtig leid getan, Digga. Und die war richtig Ach froh. so. Die war dann richtig froh. Hat der Illegale ja nochmal einen 30er hingegeben. Die hat sich richtig gefreut, Digga. Sie meinte, oh, so, weil es hat mir so krass leid getan, weil sie war so froh und glücklich und hat dann da in diesem scheiß Ding, wo es 30 Grad sind, so heftig gute Laune gehabt, fand ich. Und die waren, glaube ich, einfach froh, dass die hier sein konnte. Ne? Ich meine, das ist wirklich ernst. Das war mir so leid getan. Also, Dankeschön, Imo Kramer, für 50 Euro. Kuss geht raus. Ich mache nicht immer nur Scheiße mit dem Geld, was ihr mir spendet. Manchmal mache ich auch gute Sachen damit. Isbern, Jonas, VG, Is mit Luis am 4., Moritz mit Luis am 2. Ach so. Wünsche alles Gute für die Zukunft. Danke, mein Freund. Sehr süß, Dankeschön. Ehrengeller. Manchmal aber nur. Ach so. Wie bist du aber genau auf 30 Euro gekommen? Ich hatte 30 Euro in meinem Portemonnaie. Ich hatte 20, also ich hatte einen 50er, einen 20er und einen Ach 10er. so. Ich habe der Frau dann einen 20er und einen 10er gegeben. Weil da war nicht mal, ich fand das voll gemein. Das war nicht sowas wie Ach 50 so. Cent auf so einen Teller legen und dann gehst du pullern, sondern das war, du musstest so wie so ein Automat, du musstest da 1 Euro reinkloppen, dann mit so einer Drehschranke, sonst bist du nicht reingekommen. Das heißt, die Frau hat kein Trinkgeld bekommen und das hat mir so krass leid getan. Am Kudamm vor McDonald's, vielleicht wisst ihr dieses Ding, das war richtig schlimm. Hat richtig Herzschmerzen, sag ich euch ehrlich. Alles gut, zum Geburtstag, Dankeschön. Sehr cool, ohne Witz, mehr so Menschen. Dankeschön, mein Freund.